Der falsche Kuss. Roman von Ralf H., gelesen von Ralf H. Drittes Kapitel. Draußen regnete es. Auch eine Art Kommentar, dachte Paulette, die neben ihrem Mann saß, in der zweiten Stuhlreihe mit ungehindertem Blick auf das Brautpaar, das vor dem Standesbeamten saß und eine Reihe von Pflichtbelehrungen über sich ergehen ließ. Es hätte der glücklichste Moment in sein Dienstleben sein sollen, aber das war ihr nicht anzusehen. Sie wirkte gelangweilt, vielleicht sogar genervt. Louis hingegen lächelte still in sich hinein. Sein Blick galt aber nicht immer dem Standesbeamten. Manchmal schaute er zum Fenster und es schien, als würde er das alles nur über sich ergehen lassen, damit es vorbei ist. Eine merkwürdige Stimmung lag über der Trauung. Fast schien es, als wäre nur ein x-beliebiger Vertrag zu unterzeichnen und nicht das Bekenntnis zweier Menschen zu ihrer Liebe. Polly hielt die Hand ihres Mannes, etwas, was sie schon lange nicht mehr getan hatte. Aber es schien angemessen und es fühlte sich besser an, als Polly es für möglich gehalten hätte. Sarah hielt sich bei einer Freundin auf. Obwohl sie neugierig auf Louis war, obwohl sie ihre Tante verehrte, wollte sie nicht an so etwas Späßigem wie einer Hochzeit teilnehmen. Es gab Momente, da bedauerte Polly, dass ihre Eltern nicht mehr lebten. Was die Mutter heute wohl gesagt hätte? Polly ist das Wunschkind. Sandine war ein Unfall, wir mussten heiraten. Sätze, die kein Kind hören soll. Sätze, die die Mutter nur äußerte, wenn sie sicher war, dass die Kinder nicht in der Nähe waren. Polly hatte sie trotzdem gehört. Damals, als sie eher von der Schule gekommen war. Als die Mutter mit einer Freundin im Wohnzimmer saß, dessen Tür nicht geschlossen war. Als die beiden Freundinnen so ins Gespräch vertieft waren, dass sie das Öffnen der Wohnungstür nicht gehört hatten. Das Thema wurde sofort gewechselt und die Mutter dachte wohl, ihre Tochter hätte nichts von der Unterhaltung mitbekommen. Aber der Satz war in der Welt. Und das Wissen um das Familiengeheimnis machte Pollys Verhältnis zu ihrer unwissenden Schwester nicht einfacher. Polly schaute sich im Raum um. Schlicht war das Wort, das es am besten traf. Etwas Blumenschmuck, der verhinderte, dass der Raum wie eine Möbelabstellkammer wirkte. Ganz hinten saßen rechts vier Personen, die Louis als Arbeitskollegen vorgestellt hatte, rechts eine Bekannte von Sandine, von der Polly noch nie gehört hatte. Sandine war ihre Schwester, aber seit der zufällig belauschten Unterhaltung der Mutter war sie ihr fremd geworden. Sie, Polly, war die Erwünschte. Sandine war nur ein Unfall. Dadurch war Sandine unterlegen und war doch immer die Beliebtere. Immer die, die Erfolg bei Jungs hatte, die jeder süß fand. Zwischen den Unbekannten eine Tante und ein Onkel, die Polly seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Die einzigen noch lebenden Familienmitglieder, die Familie des Bräutigams, war überhaupt nicht vertreten. Draußen regnete es immer heftiger. Keine glückliche Hochzeit. Seltsam, dass so wenig Besucher erschienen waren, obwohl Sandine doch so viele Bekannte hatte. Seit Kindertagen konnte sie ohne Probleme auf andere Menschen zugehen, war schnell gut Freund mit allen, ohne jedoch dauerhafte Freundschaften aufbauen zu können. Immer vorgeführt zu bekommen, dass die jüngere Schwester beliebter war, hatte das Selbstbewusstsein der Älteren nicht gestärkt. Hatte dazu geführt, dass die noch zurückgezogener lebte, sich noch schwerer tat, auf andere Menschen zuzugehen. Aber irgendwann merkte Polly, dass ihre Freundschaften länger hielten, dass sie herzlicher waren und ihre Schwester alles in allem gar nicht so gut angesehen war. Natürlich sah Sandine an diesem Tag gut aus. Sie sah immer gut aus, aber heute hatte sie sich dem Anlass entsprechend herausgeputzt. Polly wäre das Kleid zu kurz gewesen, aber Sandine konnte es tragen. Louis hingegen wirkte unscheinbar, natürlich im Anzug, natürlich mit weißer Blume im Knopfloch. Er wirkte angestrengt, Sandine immer gelangweilter, je länger der Standesbeamte redete. Polly verlor ihre Jungfräulichkeit 3 Jahre nach Sandine, wenn sie deren Worten glauben konnte. Für Polly war das ein Ereignis, das sie nie vergessen würde. Clemens. Ein Junge, den sie während der Tanzstunde kennengelernt hatte. Nicht ganz das, wovon sie geträumt hatte, aber auch nicht ganz schlecht. Kein Vergleich mit Teddy. Sie erwähnte Clemens nie, aber manchmal dachte sie an ihn zurück und hatte dann meist ein schlechtes Gewissen. Er war keine große Liebe, aber doch wichtig. Und Sandine? Die hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Freunde verbraucht, hatte ihren ersten richtigen Liebhaber schon längst vergessen. War ein Freund weg, war schon wenige Tage später ein neuer da. Manchmal können es auch einige Wochen gewesen sein, länger nicht. Sandine konnte nicht lange allein sein. Polly hingegen litt nach Trennung, ließ sich Zeit und versuchte auch nie aktiv an einen Partner zu gelangen. Wenn's sein soll, wird es sich schon ergeben. Der Kontakt zu Sandine war in den letzten Jahren nicht besonders eng gewesen. Sandine hatte fast immer in Beziehungen gelebt, hatte aber keinen der Männer vorgestellt. Ob es 3 oder 13 waren, wusste Polly nicht. Es interessierte sie auch nicht. Was unterschied Louis von den anderen Männern in Sandines Leben? Was war so besonderes an ihm? Für Polly überhaupt nichts. Er war nicht unattraktiv, aber auch nicht besonders attraktiv. Nichts Besonderes. Sicher, er hatte einen interessanten Beruf, aber er selbst war langweilig und wirkte mitunter etwas fahrig. Schön, dass Teddy sich heute freinehmen konnte. Ihn neben sich zu wissen, war ein ungemein befriedigendes Gefühl. Louis war nicht unsympathisch, nein, das nicht. Aber er war kein Mann, in den Polly sich verliebt hätte. In ihrem Leben gab es andere Männer,
meist noch Jungs, auf die Polly ein Auge geworfen hatte. Liebeleien, Verliebtheiten, vielleicht sogar die sogenannte große Liebe. Manches hielt länger, manches nur 2 Wochen. Polly erinnerte sich an die meisten nur noch undeutlich. Sandine war immer nett zu Pollys Freunden, verstand sich gut mit ihnen, war ihnen eine gute Freundin, es sei denn, sie war gerade ohne eigenen Partner. Dann war Sandine eine Gefahr für die Beziehung ihrer Schwester. Keiner, wirklich nicht einer von Pollys Freunden konnte widerstehen. Vielleicht, weil Sandine keine Anstalten machte zu widerstehen. Polly hatte die Schwester angebrüllt, hatte sie beschimpft, hatte sich einige Male fast die Augen ausgeheult und schließlich resigniert. Die Abstände zwischen den Freunden wurden größer, der Kontakt zur Schwester rarer, doch selbst nachdem sie sich nur noch hin und wieder bei den Eltern getroffen hatten, kam es noch 2-mal vor, dass Polly Freunde an Sandine verlor. Sandine hatte einen hohen Verschleiß. Die Männer waren von ihr fasziniert, aber sie wurde ihrer schnell überdrüssig. Umso erstaunlicher, dass sie nun vor dem Traualtar stand. Ja, Polly schaute zu ihrem Mann, der das bemerkte und ihr glücklich zulächelte. Wie gut, dachte sie, dass Sandine in einer Beziehung war, als ich Teddy kennenlernte. Sie und ihre Schwester sahen sich nur noch selten. Teddys Einsatzzeiten taten ein Übriges. Als Schwester und Lebensgefährte, lange vor der Hochzeit, dann aufeinander trafen, geschah nichts. Nichts, von dem Polly wusste, nichts, von dem sie wissen wollte. Wenn etwas geschehen war, musste es für Sandine unerfreulich gewesen sein. Irgendwann fiel Polly auf, dass zwischen Schwester und Lebensgefährte Spannungen bestanden. Ganz offensichtlich mochten sich die beiden nicht, fassten das aber nie in Worte. Polly war glücklich. Es hatte lange gedauert, bis sie einen Mann gefunden hatte, der nur für sie war. Aber das Warten hatte sich gelohnt. Ja, sagte auch Louis. Nach dem 2. Jahr fügte der Standesbeamte sein trockenes, nachdem sie beide meine Fragen übereinstimmend mit einem Ja beantwortet haben, erkläre ich sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten hinzu. Es folgten Unterschriften und dann konnte sich das frisch gedrohte Paar den wenigen Gästen zuwenden. Hände wurden gedrückt, Glück gewünscht und sowohl Sandine als auch Louis mussten es über sich ergehen lassen, von den Gästen gedrückt und geherzt zu werden. Das gehörte einfach dazu. Polly war nervös. Was jetzt kommen würde, war mit ihrem Mann abgesprochen. Es war seine Idee, entsprach ganz und gar nicht Pollys Wünschen, aber je länger sie darüber nachgedacht hatte, desto verlockender war sie ihr erschienen, bis sie sich schließlich bereit erklärt hatte. Was für eine Idee, um sich für die Demütigungen der Vergangenheit zu rächen. Es war Rache. Kalte Rache für all die Verletzungen, die Sandine ihr zugefügt hatte, für die sie sich nie revanchiert hatte. Und es war ein Spaß, den niemand wirklich ernst nehmen würde. Hinterher würde auch Sandine darüber lachen können. Die meisten Gäste hatten schon gratuliert und waren auf dem Weg zur Tür, als Polly auf Louis zuging, ihn umarmte, ansetzte, ihm einen Kuss auf die Wange zu geben. Dann bewegte sie ihren Kopf, traf seinen Mund mit ihrem und drückte ihre Zunge auf seine geschlossenen Zähne. Dann ließ sie den Mann los und ging zu ihrer Schwester, die neben Teddy die einzige Person war, der das wirklich aufgefallen war und die einzige, die das richtig einordnen konnte. »Eine schöne Drohung«, meinte Teddy zu Louis. Der nickte nur, sichtlich verwirrt. Polly griff nach der Hand ihres Mannes, der die Berührung mit Druck quittierte. Irgendwann in den nächsten Wochen würde sie Louis den Kuss erklären. Dann würden sie gemeinsam darüber lachen. Ganz sicher.